klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Sie kann uns nichts anhaben. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Mach an. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Und dass du nicht fliegen kannst vielleicht? Ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Das sind Roboter, die können immer noch schreien. Das sind Roboter, man kann sie können immer noch schreien. Gut, darüber und jetzt. Versuch rüber zu springen. Ja, natürlich geht das. Nicht stehen bleiben, der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. So schwer bin ich doch. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ja. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Keine Ahnung. Eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Was? Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie von mir, das mit dem übel riechend. Lass uns hier kurz drin. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja, wie denn? An die Mauer da hinten ran. Ja, komm ich und bin drüben. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Schöner Witz. Ah, das hat der Typ gemacht jetzt. Ja, da wurde das Licht einfach deaktiviert. warum? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen, die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Okay, Orange. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Ja, hier sieht man, das ist die Fabrik von Klados. Wow. Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Viel Glück, warum? Warum viel Glück? Weißt du was, was ich nicht weiß? Ich gehe runter.
Razor Portal mit einer richtigen Story. Einer richtigen Story. Beim ersten Teil, na gut, das war eine halbe Story. Ja. Jetzt haben wir eine richtige Story. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Nicht interagieren. Hallo, was geht bei euch? Hey, Türme. Was kann ich hier machen? Ich hasse Montag, okay. Tschüss, Montag. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ja, mach ich. Warte, hopp. Sprung. Ich bin anders. Oh, du bist anders. Ach, da wieder jemanden anders, der anders ist in Wahrheit. Oh. Okay, ich muss runterspringen. Weißt du ja, man hat ja gesehen, solche komischen, weil er so viel Sprungfedern hat. Ziel anvisiert. Ziel anvisiert. Was? Na, geht nicht. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Und tschüss. Antwort. Kannst du Frank eigentlich? Vorlage. Antwort. Kannst du das abfangen? Vorlage. Antwort. Antwort. Den nehme ich mit. Der ist cool. Vorlage. Antwort. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Mir nach. Das wird dir gefallen. Vorlage. Ey, ich hab noch jemand mitgenommen. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Oh. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ja, ich hab's ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Antwort. Warum drehen? Dreh dich um, dauert nicht lange. Ja. Bitte, bitte. Du kannst gucken. Fertig, gehackt. Antwort. Ja, gut so, hol den Turm raus. Vorlage. Antwort. Ich tausche mal das aus. Okay, das sollte genügen. Was hast du da? Antwort. Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du öffnest auf das Fließband und ich mache uns die Tür auf. Antwort. Hallo. Der Hacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten.
Behalte die Tür im Auge! Antwort. Das hier ist ganz schön kompliziert. Ah, ja. Ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Ich kann nicht husten. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage.